Dankeschön. Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ja, wie Sie sicher hören werden, ich komme aus Kärnten, habe dort ein kleines, aber sehr feines Softwareunternehmen, Applied Informatics. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Bereich Technologieberatung und Umsetzung, Schwerpunkt Embedded Systeme. Sprich, wir machen Softwarekomponenten und auch Projekte, und diese Softwarekomponenten werden von anderen Firmen eingesetzt, um sehr interessante Dinge zu bauen, zum Beispiel in den Bereichen Gebäude- und Heimautomatisierung, erneuerbare Energien, Smart Grid und auch zunehmend zum Beispiel im Automotive-Bereich. Neben unseren Softwarekomponenten machen wir auch selbst konkrete Projekte mit Kunden. Da spezialisieren wir uns ein bisschen so auf die Verbindung von Embedded-Systemen. Das heißt, Embedded-Systeme sind üblicherweise computergesteuerte Systeme, die nicht unbedingt aussehen wie ein Computer. Sie haben üblicherweise jeden Tag mit 100 oder so Embedded-Systemen zu tun, wo irgendein Ort von Computer drinsteht, und so wie es mit allen in der IT ist, auch Embedded-Systeme werden immer leistungsfähiger, und in sehr vielen Embedded-Systemen steckt mittlerweile schon zum Beispiel ein halbwegs komplexes Linux-System drinnen, und dementsprechend groß sind auch die Möglichkeiten, die man mit diesen kleinen Dingen tun kann. Zunehmend interessant wird das natürlich durch die Kopplung dieser Systeme ans Internet, und das ist etwas, wo wir zum Beispiel darauf spezialisiert sind. Was wir auch machen, sind zum Beispiel im Bereich der Industrie Bedienungssysteme, wo sie nicht mehr diese langen, diese altbekannten Faden-Eingabepaneele haben, sondern wo sie wirklich zum Beispiel ein schönes buntes Display haben. Hinter diesem Display versteckt sich ein Webserver, und die gesamte Bedienenheit des Gerätes ist nichts anderes als eine schön gestaltete Webseite. Hat nebenbei den Vorteil, dass Sie die gesamte Maschine auch von der anderen Seite der Welt übers Internet steuern können, ohne dass Sie jetzt zwei verschiedene Arten von Benutzerschnittstellen programmieren müssen. Schlussendlich ist eher mehr als Hobby, beschäftige mich auch mit mobilen Applikationen für iPad und iPhone, und gibt von mir auch schon Applikationen im App Store. Eines der interessanten Projekte, die wir vor kurzem gemacht haben, war im Bereich der Verkehrstechnik. Es geht dabei um die Überwachung der Belastung von Autobahnbrücken. Wie Sie wissen, in Österreich haben wir ein recht gut ausgebautes Autobahnsystem mit sehr vielen Autobahnbrücken, die zum Teil schon relativ alt sind. Und dementsprechend interessant ist es natürlich, diese Brücken zu überwachen. Erstens einmal, um zum Beispiel die Belastungen der Brücke zu messen, um herauszufinden, wie sich die Brücke verändert und so weiter. Aber auch, um die Fahrzeuge, die über die Brücke rüberfahren, identifizieren zu können. Das heißt, mit dem System, was wir gebaut haben, können wir feststellen, um die Uhrzeit ist der LKW mit 7 Achsen über die Brücke gefahren, und dieser LKW hat dieses Gewicht gehabt. Und dieses Projekt haben wir zusammen mit einem Ziviltechnikerbüro entwickelt und für den Konstantinus-Wettbewerb, also den österreichischen Beraterpreis, eingereicht und sind damit in der Kategorie Open Source unter den Nominierten. Wir sind im Open Source Bereich sehr aktiv und haben ein eigenes Open Source Projekt, das sich mit der Entwicklung von plattformübergreifenden C++-Bibliotheken beschäftigt. Das Projekt gibt es mittlerweile seit guten 6 Jahren und erfreut sich international relativ großer Beliebtheit. Das heißt, wenn Sie im Internet nach C++-Bibliotheken suchen, kommen wir zusammen mit den anderen bekannten Bibliotheken, wie zum Beispiel Boost Ace oder Qt, an vorderster Stelle. Dazu gibt es auch eine Community mit Forum, wo wir derzeit über 700 Mitglieder haben, aus allen Teilen der Welt. Und wir haben auch Contributors, die uns regelmäßig auch mit Code-Beiträgen versorgen. Ja, das Thema Web-Community bringt uns schon ein bisschen zum eigentlichen Thema des Vortrages, nämlich dem Thema Social Media. Ist ein Thema, dem man sich heutzutage, ob man will oder nicht, kaum mehr entziehen kann. Twitter, Facebook,
Blogger, Reddit und so weiter sind ja in aller Munde. Ja, vielleicht eine kurze Frage. Wer von Ihnen hat schon einen Twitter- oder Facebook-Account? Ja, also doch, deutlich mehr als die Hälfte. Im Wesentlichen habe ich jetzt da eine Charakterisierung von einer Social Media Plattform aufgestellt. Lautet folgendermaßen: Man postet eine Information über sich und andere Leute können dazu Kommentare abgeben. Das ist im Wesentlichen der Kern. Interessant dabei ist, wie jetzt diese Social Media Plattformen genutzt werden. Es ist nicht unbedingt so, dass die meisten Leute, die jetzt diese Plattformen nutzen, zu Hause hinterm PC sitzen und sich langweilen, sondern ein Großteil der Benutzer von Social Media Plattformen nutzt diese Plattformen zum Beispiel von Smartphones wie dem iPhone aus. Und ich habe jetzt einmal grob anhand von einer kurzen Internetrecherche geschätzt, etwa 50% der Nutzung von Social Media Plattformen erfolgt mittlerweile schon von mobilen Endgeräten aus. Und dieser Prozentsatz wird in Zukunft sicherlich steigern. Was sind jetzt einmal die Kernpunkte von Social Media in einem Mobile Environment? Die zwei wesentlichen Punkte sind Apps und APIs. Apps, also die Applikationen, die Sie zum Beispiel auf Ihrem iPhone oder Android-Phone nutzen. Und APIs sind diese Programmierschnittstellen, die Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Twitter erst wirklich interessant machen. Kommen wir zunächst einmal zu den Applikationen. Wenn ich jetzt für ein mobiles Endgerät eine Applikation entwickeln muss, habe ich grundlegend einmal zwei Möglichkeiten, diese zu entwickeln. Ich kann eine sogenannte Native-Applikation entwickeln, das heißt eine Applikation, die wirklich die Programmierschnittstellen des jeweiligen Gerätes verwendet, also zum Beispiel das iPhone SDK mit Cocoa Touch oder das Android SDK. Oder ich kann einen anderen Weg wählen, ich mache eine webbasierte Applikation, eine mobile Webseite. Dank HTML, speziell HTML5 und JavaScript, kann man auch damit schon recht interessante Dinge machen. Angenommen, oder anders gesagt, warum sollte man jetzt Applikationen nativ entwickeln? Da gibt es hauptsächlich folgende Gründe. Zunächst einmal die Interaktionsmöglichkeiten. Sie kennen sicher vom iPhone und Android-Phones die Möglichkeit, über den Touchscreen mit Gestenbedienung eine Applikation zu steuern. Das ist etwas, das momentan mit nativen Applikationen einfach wesentlich einfacher geht. Dann ist natürlich das Look and Feel speziell bei iPhone-Nutzern wichtig. Das heißt, die Applikation soll sich am iPhone so verhalten, wie es der Benutzer von anderen Applikationen am iPhone kennt. Das ist teilweise mit webbasierten Applikationen etwas schwierig. Dann natürlich die Ausnutzung der ganzen Hardware-Features, die ein modernes Mobiltelefon bietet, wie zum Beispiel Kamera, Beschleunigungssensoren und was es sonst noch alles gibt. Grafikmöglichkeiten, Spieleprogrammierung mit guter 3D-Grafik geht momentan nur nativ oder auch lokaler Speicher. Es gibt zwar auch im HTML schon die Möglichkeit, mit Local Storage Daten auf dem Telefon der Assistent zu speichern, aber wirklich einfach geht es derzeit mit nativen Applikationen und natürlich das Thema Performance. Jetzt ist es allerdings so, dass die Implementierung von Native Applications relativ aufwendig ist, speziell wenn ich jetzt nicht nur eine Smartphone-Applikation unterstützen möchte, sondern alle, die es derzeit so am Markt gibt. Und wenn man dafür schaut, es gibt einmal das iPhone, es gibt Android, kann man derzeit die zwei am weitesten verbreitetsten Plattformen im Smartphone-Segment, dann Windows Phone 7. Da habe ich zumindest heute einmal den ersten Windows Phone 7 Benutzer gesehen, eine Premiere. Aber wenn man Microsoft kennt, auch nicht zu unterschätzen, speziell was man so hört, die neueste Version, die im Herbst rauskommen soll, wird vermutlich auch nicht so schlecht sein und auch Microsoft wird seinen Markt hier finden. Und dann natürlich der ehemalige Platzhirsche
BlackBerry, der ja, allerdings momentan ein bisschen ja, fast in den Hintergrund gedrängt wird. Wenn man sich so die Native-Entwicklungsmodelle anschaut, bei Apple Objective-C mit Cocoa Touch Framework und C++, aber auf Android etwas, was ich als Android Java bezeichnen möchte, das heißt eine Programmiersprache, die sich die so ausschaut, sich so anfühlt und so riecht wie Java, aber speziell, wenn Sie heute fragen, eigentlich nicht Java ist. Microsoft, die da voll im Prinzip die .NET-Schiene fahren mit Silverlight bzw. XNA, wenn es um Spieleprogrammierung geht. Und dann BlackBerry, wo sie es eher mit einer herkömmlichen Mobile-Java-Implementierung zu tun haben. Ja, was kann man jetzt machen? Eine Möglichkeit, um den Entwicklungsaufwand zu verringern, wäre einerseits einmal die Überlegung, es müsste eigentlich nicht die ganze Applikation native sein, sondern man könnte ja einen Ansatz wählen, wie zum Beispiel Facebook bei ihrer Client-Applikation für das iPhone gewählt hat, was für eine Native-Applikation ist, aber eigentlich der gesamte Inhalt der Applikation mehr oder weniger Web-Content ist. Und dafür bietet sich ein Webbrowser an. WebKit ist mittlerweile in 3 der eben präsentierten Smartphone-Plattformen der Standardbrowser. Und das Schöne am WebKit ist, ich habe die Möglichkeit, eine eigene Applikation zu schreiben. Und ähnlich wie in meiner Applikation eine Textbox anzeigen kann oder einen Button, kann ich eine sogenannte HTML-View einbinden. Und in dieser HTML-View kann ich alles darstellen, was moderne Web-Technologie bietet. Das heißt, Kombination Native plus Web. Es ist natürlich immer noch relativ aufwendig und ich habe immer noch das Problem, dass ich jetzt nicht gerätespezifische Funktionen sehr gut nutzen kann. Einerseits und andererseits natürlich das Problem mit den unterschiedlichen JavaScript-Implementierungen. Auch da gibt es Lösungen. Es gibt bestimmte Frameworks, wie zum Beispiel PhoneGap, Glow Mobile oder Appcelerator, die es mir ermöglichen, mit Webtechnologien, das heißt HTML, CSS, JavaScript, eine Applikation zu bauen. Ich kann dabei auf ein bestehendes Framework zurückgreifen, das mir weitergehende Funktionen bietet, zum Beispiel zum Teil Zugriff auf Kamera und andere Hardware-Eigenschaften des Gerätes. Und bei diesen Frameworks ist dann üblicherweise ein Tool enthalten, das die ganzen HTML-Seiten, JavaScript-Code, CSS nimmt und in ein Paket verpackt, das dann im Prinzip die Applikation darstellt. Und diese Applikation kann ich dann zum Beispiel in den iTunes Store oder in den Android Marketplace als Native-Applikation einreihen. Ja, soweit einmal das Thema Applikationsentwicklung. Um jetzt wieder den Bogen zu Social-Media-Plattformen zu schlagen. Mit Social-Media-Plattformen ist es meiner Meinung nach ein bisschen so, wie es vor einiger Zeit mit den Workflow-Management-Systemen im Business-Bereich war. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen erinnert, das war so Ende der 90er Jahre, das Thema Workflow-Management-System, so ein großes Thema. Und das hat eigene Firmen gegeben, die Workflow-Management-Systeme gebaut haben, die nichts anderes gemacht haben als nur Workflow. Im Laufe der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass das Thema Workflow-Management als eigenständiges Thema eigentlich relativ uninteressant ist. Und Workflow ist zunehmend einfach ein Teil von Unternehmensapplikationen geworden. Das heißt, heutzutage, wenn Sie irgendeine Unternehmensapplikation bauen, kommt eben der Workflow-Faktor drinnen vor, aber ja, es ist Ihnen eigentlich wurscht, dass das Workflow ist, es ist einfach da. Meiner Meinung nach wird es sich ein bisschen so ähnlich mit Social Media Plattformen verhalten. Das heißt, Sie haben jetzt ein Facebook mit einem Facebook Client auf dem iPhone, Sie haben Twitter mit Twitter Client, Sie haben Foursquare, mit dem Sie einchecken können und so weiter. Alles momentan mehr oder weniger eigenständige Applikationen. Aber ich denke, die wirkliche Nutzung dieser Plattformen wird erst dann weit verbreitet sein, wenn diese ganzen Social-Media-Plattformen in andere Applikationen integriert werden.
Und damit dies funktioniert, stellen diese Applikationen sogenannte APIs bereit. API, Application Programming Interface. Das heißt, eine Social Media Plattform bietet eine Möglichkeit, die es auch anderen Applikationen ermöglicht, diese Funktionen der Social Media Plattform zu benutzen. Das heißt, mit einem API können Sie zum Beispiel eine Applikation schreiben, die ein Foto auf Twitter, auf Flickr hochlädt, die einen Text auf Twitter veröffentlicht oder die einen Text auf eine Facebook-Wall schreibt. Das Interessante an diesen APIs ist, dass sie rein auf Web-Technologien basieren. Typische Technologien, die in dem Bereich zum Einsatz kommen, eben HTTP bzw. HTTPS verschlüsselt, REST, Representation State Transfer, JSON, XML natürlich, RSS und ganz wichtig OAuth, dazu später mehr. Und was es natürlich auch gibt, sehr viele Bibliotheken für verschiedene Programmiersprachen, die es Ihnen dann vereinfachen, diese Funktionen zu benutzen. Wenn Sie jetzt selbst eine Web-Applikation aufbauen, stellt sich für Sie wahrscheinlich die Frage, wie kann ich ein API für meine Applikation bereitstellen, um damit den Nutzen meiner Web-Applikation bzw. meines Web-Dienstes zu vergrößern. Da gibt es einen recht lustigen Cartoon dazu, den ich im Internet gefunden habe. Zur Frage, welche Funktionen sollte unsere Programmierschnittstelle unterstützen? Apparently, also hier haben wir einen Entwickler und offenbar eine Managerin. Apparently, our open API has given our customers unprecedented control over their own lives and allowing them to seize control of their own destinies. So please shut it down. Also, die allseits große Frage, wenn im Unternehmen mehrere Meinungen zusammenkommen, auf der einen Seite der Entwickler, der alles öffnen möchte, auf der anderen Seite das Marketing, das schauen möchte, dass was verkauft wird, so wirkt sich das auf APIs auf. Daneben, wenn Sie im Google nach dem Begriff APIs suchen, könnten Sie vielleicht auch auf das kommen. Das hat mit unserem Thema nichts zu tun. Was Sie hier sehen, ist APIs. Und zwar ist APIs der griechische Name des heiligen Stieres von Memphis, also eine alte ägyptische Gottheit des Gottes Ptah. Also nicht nur wir in der modernen Informatik haben unaussprechliche Namen, wie zum Beispiel OAuth, schon die alten Ägypter haben sehr unaussprechliche Namen für ihre Gottheiten gehabt. Wie schaut jetzt also ein webbasiertes API aus? Für jede Programmiersprache gibt es ein Hello World Programm. Natürlich gibt es auch ein Hello World Programm in unserem Fall für Twitter zum Beispiel. Das heißt, Frage, wie kann ich mit einem Programm auf Twitter ein Status-Update veröffentlichen? Das funktioniert folgendermaßen, indem ich einen speziellen HTTP-Request, eine HTTP-Anfrage an den Twitter-Server sende. Darin sehen Sie das typische HTTP, also ein Post-Request mit der entsprechenden Adresse, dann eben Metainformationen, Authentisierungsinformationen und schließlich als Payload sozusagen den Text Hello World, der dann eben dem Twitter API sagt, bitte veröffentliche den Text Hello World auf einem Twitter-Feed. Wenn es erfolgreich war, wird von Twitter eine Antwort zurückkommen, ein Haufen XML, wo unter anderem drin steht, dass der Text veröffentlicht wurde. Dazu muss ich jetzt sagen, dieses Beispiel basiert der Einfachheit halber auf einer etwas älteren API von Twitter, die noch die sogenannte Basic Authentication unterstützt hat. Mittlerweile können Sie mit Twitter nur mehr arbeiten, wenn Sie OAuth unterstützen. Ja. Interessante Frage, wie kann ich jetzt Applikationen bauen, die Social Media Dienste integrieren? Gibt es im Prinzip drei große Möglichkeiten, so Applikationen zu bauen. Die einfachste Möglichkeit ist zum Beispiel eine Smartphone-Applikation wie ein Twitter-Client, in dem Fall EchoPhone, läuft auf dem iPhone.
und er kommuniziert direkt mit der Social Media Plattform über Webprotokolle. Also im Fall von Twitter schaut es so aus, Sie haben eine Twitter-Applikation am iPhone und diese iPhone-Applikation kann sich über Web-Services die Statusliste von Twitter holen und anzeigen. Ein wesentlich interessanteres Thema ist, Sie haben eine eigene Applikation und wollen in diese Ihre eigene Web-Applikation eine Social-Media-Plattform einbinden. Ein Beispiel dazu wäre Runkeeper. Falls Sie es nicht kennen, Runkeeper ist eine Applikation, die es unter anderem für das iPhone gibt. Damit können Sie, wenn Sie joggen gehen, Ihr tägliches Trainingsprogramm aufzeichnen. Funktioniert eben über GPS, Ihre Laufstrecke wird aufgezeichnet und auf einen zentralen Server von Runkeeper gespeichert. Und Sie haben die Möglichkeit, Twitter, Facebook und so weiter einzubinden. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Training Ihr Training beendet haben, kommt automatisch eine Meldung auf Twitter, wo alle Ihre Freunde ja, Ihr Trainingsprogramm mitverfolgen können. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, diese Applikationen zu implementieren, nämlich man hat eine Applikation auf dem iPhone, die direkt mit ihrer eigenen Plattform als auch mit der Social Media Plattform kommuniziert. Dies wird allerdings recht selten so gemacht, weil es die Integration von fremden Social Media Plattformen auf Native-Applikationen relativ aufwendig ist, nämlich aus Gründen der Authentisierung. Dazu werden wir uns jetzt im letzten Teil des Vortrages einiges anschauen, nämlich der meiner Meinung nach wichtigste Punkt bei der Integration von Social Media Plattformen ist, Sie haben eine Applikation, die mehr oder weniger in Ihrem Namen auf eine Social Media Plattform Informationen sendet bzw. Informationen herunterlädt. Und Sie möchten natürlich kontrollieren können, welche Applikation wie viel Zugriff auf Ihre Daten hat. Ein bekanntes Beispiel kennen Sie vielleicht aus dem Fernsehen, amerikanische Spielfilme. Sie sehen jemanden, der mit einem recht teuren Auto zum Beispiel zu einem Restaurant fährt, aus dem Auto aussteigt und den Restaurantschlüssel dem dort wartenden Restaurantbediensteten gibt, der das Auto dann hoffentlich einparkt. In einigen Filmen parkt er das Auto dann nicht ein, sondern es gibt recht amüsante Verfolgungsfahrten, die dann meistens mit sehr viel Schrott enden. Aber um genau das zu verhindern, waren amerikanische Autohersteller sehr findig und haben den sogenannten Valet Key erfunden. Das heißt, der Valet Key ist ein Autoschlüssel, den können Sie dem Einparkpersonal im Lokal geben und wenn jetzt das Personal mit dem Valet Key das Auto startet, ist ein Schutz eingebaut, dass er nur eine bestimmte Entfernung mit dem Auto fahren kann, dann wird das Auto automatisch gestoppt. Und relativ ähnlich funktioniert es im Web. Die Technologie dazu nennt sich OAuth, ist seit etwa 2006 ein offener Standard und der sorgt eben dafür, dass andere Applikationen in ihrem Namen Social Media Dienste nutzen dürfen. Sie haben dabei allerdings die volle Kontrolle, wie diese Applikationen auf die Plattform zugreifen können. Damit es so funktioniert, ist ein recht aufwendiges Protokoll dahinter. Sieht im Wesentlichen so aus, jede Applikation, die OAuth verwendet, muss üblicherweise zunächst einmal bei der Social Media Plattform registriert werden. Das macht üblicherweise der Entwickler der Applikation und wenn er das macht, erhält er für seine Applikation zwei Keys, sozusagen ein Customer Secret und ein Customer Key und über diese Dinge kann sich die Applikation eindeutig gegenüber der Social Media Plattform einmal authentifizieren. Als nächster Schritt kommt dann der Benutzer ins Spiel, das heißt, die Applikation holt sich dann vom Social Media Dienst ein sogenanntes Request Token und zusammen mit diesem Request Token wird der Benutzer dann sozusagen auf eine Webseite geleitet,
auf eine Webseite vom Social Media Dienst, also auf Facebook, Twitter und so weiter. Und auf dieser Webseite muss er sich dann mit seinem Benutzernamen und Passwort einloggen. Wenn er das gemacht hat, kriegt er üblicherweise noch eine Sicherheitsnachfrage. Das heißt, wollen Sie der Applikation so und so wirklich folgende Rechte einräumen? Hat dann noch die Möglichkeit, bestimmte Rechte für die Applikation festzulegen. Und wenn er das gemacht hat, wird er wieder zurück an die Webseite der Applikation geleitet. Das Tolle dabei ist, die Applikation selbst erfährt nie Benutzernamen und Passwort des Benutzers. Was die Applikation nun allerdings machen kann, sie kann mit diesem Request Key, der ja jetzt durch den Benutzer sozusagen freigeschalten wurde, wieder auf einen Webservice von der Social Media Plattform zugreifen und sich von dort ein sogenanntes Access Token und ein Access Secret besorgen. Dieses Access Token ist an bestimmte Rechte gebunden und kann eine bestimmte Zeitbeschränkung haben. Und wenn jetzt die Applikation zum Beispiel auf ihrer Facebook-Wall was schreiben möchte, muss sie dazu dieses Access-Token und das Access-Secret angeben. Und Sie haben jetzt natürlich die Möglichkeit, dieses Access-Secret zeitlich zu beschränken. Das heißt, Sie sagen einfach, die Applikation darf jetzt nur die nächste halbe Stunde dieses benutzen, danach ist es ungültig. Damit haben Sie schon eine recht gute Kontrolle, was die diversen Applikationen mit Ihren Daten tun dürfen. Ein weiterer interessanter Punkt ist, auch wenn Sie zum Beispiel als Benutzer bei Ihrer Social Media Plattform zum Beispiel Ihr Facebook-Passwort ändern, bleiben die bereits ausgestellten und gültigen Access-Tokens weiterhin gültig. Das heißt, Sie brauchen jetzt nicht hergehen und bei jeder der 15 Applikationen, die mit Facebook verbunden sind, Ihr Passwort ändern. Ein Problem, das es mit OAuth gibt, ist, dass es relativ aufwendig zu implementieren ist, speziell für die erste Version, und dass auch die Spezifikation nicht in allen Dingen sehr korrekt oder hundertprozentig deterministisch ist. Das heißt, selbst einen OAuth-Client zu implementieren ist relativ aufwendig. Das zweite Problem bei OAuth ist, dass Sie immer einen Webbrowser integrieren müssen. Das heißt, immer dann, wenn sich jetzt der Benutzer beim Social Media Service anmeldet, läuft es über einen Webbrowser. Und das ist natürlich speziell, wenn Sie eine mobile Applikation für das iPhone entwickeln, relativ aufwendig, weil Sie müssen dann, wie vorhin gesagt, im Prinzip den WebKit-Browser in Ihre Applikation einbinden, den Benutzer auf die Seite leiten, warten, bis das wieder zurückkommt und so weiter. Es gibt neuerdings jetzt auch schon Arbeiten zur zweiten Version von OAuth. Die werden im Herbst wahrscheinlich abgeschlossen sein. Und der große Vorteil von OAuth 2 ist, dass es wesentlich einfacher zu implementieren ist. Allerdings mit dem Nachteil, dass es nicht rückwärtskompatibel zu bestehenden OAuth ist. Natürlich müssen Sie das alles nicht selber implementieren, sondern es gibt mehrere Open-Source-Bibliotheken, die Sie einsetzen können. Zum Beispiel LibOAuth, wenn Sie in C oder C++ entwickeln, MPOAuth für das iPhone, Scribe, das Sie zum Beispiel unter Android verwenden können, oder auch Spacecore, wenn Sie hier gerne JavaScript-Applikation programmieren. Ja, und bevor Sie jetzt Fragen zu dem ganzen Thema haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung, beziehungsweise auch später in der Pause. Ich sehe nur Nicken.